Der Böhmische Prater ist ein kleiner Vergnügungspark am Rande Wiens. Er liegt in Favoriten, das ist der 10. Wiener Gemeindebezirk. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde er eingerichtet, nach dem Vorbild des großen Wiener Praters, der ihm auch den Namen gab. Hier konnten Arbeiter, die aus Böhmen und Mähren zugezogen und in den Wiener Ziegelwerken beschäftigt waren, ihre Freizeit genießen und Blasmusik hören. 1966, als unser Bericht entstand, musste man freilich kein Ziegelböhm mehr sein, um sich im böhmischen Prater wohlzufühlen. Doch dass Wien ein Völkergemisch war und ist, im böhmischen Prater merkt man es. Seine besondere Färbung bekommt dieses Filmdokument durch die Sprecherstimme des Schauspielers Fritz Mulia, der damals noch gar nicht als die Verkörperung des Schweig schlechthin galt. Diese Filmrolle übernahm er erst einige Jahre später. Die Böhmen noch bei Österreich war. No, was war vor 50 Jahren? Böhmischer Prater. Und was ist heute? No? Böhmischer Prater. Denn wenn die Zeit irgendwo stehen bleibt, dann sucht sie sich auch aus, wo sie stehen bleibt. Und wenn ich die Zeit wäre, so möchte ich mir auch nicht aussuchen zum Abrasten vielleicht Petersburg oder New York. Die Tschechen haben nämlich einen großen Platz haben wollen, einen Wald, wo sie sich belustigen können. Und der Laarwald ist nämlich der größte, schönste Platz, wo sie nämlich, im 10. Bezirk ist doch der Schestachbezirk, und da haben sie ganz draußen, zwischen die zwei Deiche, einen großen Wald gehabt, einen großen Platz in der Mitte, wo nämlich die Musikerböen, die Tschechen, nicht wahr, ihr eigenes Kaffeehaus, Restaurant gehabt haben. Und da haben sie einen Tanzboden gehabt aus Holz, und sind zehntausende Böhmen, Tschechen halt, nicht wahr, an einem Sonntag rausgewandert. Und am Abend haben sie ein Feuerwerk abgehalten, und am Abend ist die Musikerböen vorangegangen, nicht wahr, die Tschechen hinten nach mit den Lampions. Da sind sogar bei uns, bei den Gitter da, die Lampions gewesen, und ein Sechserl hat man es gekriegt, 10 Reizer, nicht wahr. Da sind sie um 9, 10 jetzt ausgewandert. Nun, da haben wir gewohnt. Auf einem Gang mit Dvorak, Hladik, Wrk und was weiß ich. Lauter Namen mit gutem Klang. Von die Bettgeher nicht zu reden, denn die Betten sind ja nie kalt geworden. Der Nachtportier vom Hotel Krone hat bei uns geschlafen. Und wenn er ist in Dienst gegangen, hat sich der Schuster von der Keplergasse in sein Bett gelegt. Und das war Hochkonjunktur. Oder wie sie heute sagen würden, Wirtschaftswunder. Die Ziegel waren mit kaiserlichen Wappen. Und die schönen großen Zinshäuser in Favoriten und Finfhaus, die waren von unseren Ziegeln. Und wo sie da hingriffen haben, auf die ganze Wienerberg und Laarberg, war lahm. Und da sind wir hergegangen auf Unterhaltung. Da haben wir Pracken kennen und nur der alte Wittek, was bis an sein Lebensende nur seinen Namen hat schreiben können auf Deutsch, der hat gesagt, Herz mir auf mit die böhmische Quatscherei, red's Deutsch. Aber die gemütlichen Leute, die sind immer noch da. Ich bin der älteste Kölner von Favoriten. Wir nennen es nämlich der Pferl. Ich bin am Malienboden arbeite, aus Bootwaschel. Mein Vater war Ziegelbähm und meine Mutter war Ziegelbähmin. Na, no, und mit dem Brot bin ich aufgewachsen. Sehen Sie, das ist schön. Die Radeln, die drehen sich noch immer so langsam wie vor 50 Jahren. Na, warum sollen sich auch schneller drehen? Das ist doch schließlich kein Rummelplatz, ne? Das ist zwar technisch, aber nicht ungemütlich. Das ist auch vielleicht ein Geschäft, das da. Das sich nur durch die Gratisfahrer halten tut, dieses Geschäft. Die schöne Zeit
was da war, wie wir so waren, so 15, 16-jährige Buben, mit dem schönsten Geschäft gehabt haben. Alles mit Spielen. Und das ist die Raupe. Die größte technische Attraktion von heute. War auch gestern und vorgestern schon die größte technische Attraktion im Böhmischen Prater. Die Autodromen und die Hochschaubahnbesitzer, die sind es nicht neugierig auf hier. Die fahren in die große, weite Welt und lassen sich den Wind von Fesendorf und Misterbach um die Ohrwascheln wacheln. So fahren wir halt mit Raupe. Schön war die Zeit, wissen Sie, wie ich so 16, 17 war. Und junge Leute gibt's immer noch. Sehen Sie, wir sind da lauter kleine Leute. Und das Einzige, was bei kleinen Leuten groß ist, wirklich groß, das ist die Liebe. Im 10. Bezirk hat es mehr Kinder gegeben als Flee. Ich meine, was Statistik anbetrifft. Was geht mit der Liebe an? Mit 70 Jahren, auf den Plätzen, es war einmal. Das ist die Wache. Früher, da sind's mit dem Pferd geritten, jetzt sind sie runtergestiegen von Holros. Aber Berittener bleibt Berittener. Die machen ja mit den Wachleuten, was sie wollen, die Bücherbuben. Wissen, was die früher gemacht haben? Wir haben Schnappengerwattel, Affe, wir Buben dann hinten wachrennen, beim Fenster reingeschaut, wissen Sie? Husnobe, vorm Sichhaar, der Lusch ist so hochgegangen, Oliver. Die Gurken sind kleiner geworden. So um 1908, da war Gurkenjahr und da waren es viel größer. Und jetzt schämen sie sich, dass sie so klein sind und verstecken sich. Na, Blödsinn. Den Schilling, den was Gurke kostet, der versteckt sich auch nicht. Früher war ein Schilling. Was ist heute ein Schilling? Wenn du dem Buben einen Schilling gibst, dann sagt der Hund, das ist bis rüber. Ja, ist es so. Bleirum. Also bitte, bämisch ist das nicht. Die Leute, die was daherkommen, um nichts zu gewinnen, haben auch nichts zu verlieren. Und daher ist es auch besser wie in Kaffeehaus auf Luxemburger Straße, wo der Franto Vacek mit seinen Ersparnissen aus 30 Jahren hingegangen ist und in einer Nacht alles verspielt hat. Nun ja, wie gewonnen, so zerronnen. Wo hat immer der Automat, ne? Oder der Pschesina, was hat immer mit Bub und Dame die 20er angesagt? Na ja, bitte, man kann leicht Charakter haben, wenn es ist ohne Risiko. Aber wenn die Partie einmal um ganze Krone geht, ist es besser, man geht ohne Ideale nach Hause als ohne Unterhose. Ne? Was soll man denn den ganzen Tag sonst machen? Sehen Sie, man muss Grinde haben. Denn langweilig ist mitunter auch ein kurzes Leben. Die böhmische Musik bleibt immer hier. Oh man, und das haben wir so gewöhnt. Und das bleiben wir so gewöhnt. Böhmische Musik. Böhmische Musik bleibt sich immer gleich. Und wenn es ist in 100 Jahren. In Favoriten waren mehr Wirtshäuser wie in ganz Österreich-Ungarn. Und in jedem Wirtshaus war Gesangsverein, was hat gesungen? Fdenasche, Alei und Aschrano. Und das ist sehr gut für Heimweh. Denn das ist Musik zum Weinen und das ist Musik zum Lachen. Böhmische Musik, das ist wie Muttersprache. Herauf, weil hier eine Höhenluft ist und weil es recht lustig ist und weil ich gern tanzen tue. No tanzo wat. Da war Greißerin in Hebelgassen. Die hat keinen Tanz auslassen und ist jeden Tag zu der böhmischen Musik gegangen. Ist in Liebschaft zu einem Defraudanten entbrannt. Denn wenn wer anfällig ist für die Tragödie, dann sind es Greißlerinnen. Nur so, das Geschäft ist in Versteigerung gekommen und wie sie den Mann von der tanzwütigen Person im letzten Augenblick vom Fensterkreuz abgeschnitten haben, war sie schon durchgebrannt mit den Klarinettisten. Aber auf Tanzboden sind natürlich auch andere Personen anfällig geworden für die Tragödie. Als Kreislerinnen. Die ersten Tanzbuden, wo es da waren, lieber Freund.
Der sticht den nicht mit dem Wahnsinn nicht mehr, nicht, und der tanzt schon weiter wieder. Nicht? Da war ja da von 6 Mann von der Rennwegkaserne. Die ja, Soldaten, bei nicht auf, Inspektion gehabt, weil die Woche nicht mehr nachgekommen sind. Der Krankenwagen ist oben gestanden beim Wachzimmer beim Wegführen. Das, so war es einmal, lieber Freund. Ja. Die Böhmen waren und sind immer große Patrioten. Und wenn einer im 10. Bezirk war, der nicht aus Böhmen war oder Mähren, so etwa wie dieser da, dann war er gleich ein Ausländer. Aber nur was mich leider Gottes stört, das muss ich auch offen sagen, das sind die vielen Ausländer, hauptsächlich die Türken. Das gefällt mir nicht. Ach so? Ja, weil die nehmen uns die Malen weg. Und kein Benehmen haben sie auch nicht. Und kein Benehmen nicht, das gehört sie nicht. Die sollen das in einem anderen Land einmal abbringen, aber da bringen sie es nicht an. Aber die werden sich nicht deppert, die lassen sich alles gefallen. Daran aber ist ersichtlich, dass der Reiseverkehr auch seine Schattenseiten hat. Man hat über den Lahnberg herauf so eine wunderschöne Fernsicht. Man, Wien liegt einem sozusagen zu Füßen. Nur auf der einen Seite, da sehen Sie das Simmeringer Gaswerk mit seinen mächtigen Aufbauten und auf der anderen Seite bis Oberla und Lanzendorf und Leopoldsdorf, was sich Land nennt. Und da haben wir in den letzten Jahren schon ungünstigere Aussichten gehabt. Also so gingen wir mal hinunter, einmal hinauf, wie ein Schneidermeister aus Strilkow, der was ist gegangen, zweimal um den Äquator, aber er ist immer nur zwischen Strilkow und Brien gegangen, sodass die Zeitungen darüber nichts geschrieben haben. Na, auf diesem Weg sind manchmal schon mehr gegangen, manchmal aber auch weniger. Und wenn man mit ist, da setzt man sich hin und redet mit alten Frauen und mit alten Männern von alten Zeiten. Davon redet jeder gern. Vielleicht, weil die alte Zeit sind wir selber. Na ja, die Garten gefallen zu uns. Die Musik, Bemische. Und die Leute, was tanzen, tanzen. Ringelspiele, Rutschen, verschiedene Belustigungen. Tanzt habe ich am liebsten. Sauferei war da. Aber nicht Seil oder Kriegen, da haben wir ein paar Liter getrunken, nicht? Der Rauferei war da. Kraft haben wir auf, das haben wir auch drauf gekriegt, nicht? Das macht nichts, nicht? Ja, mein lieber Herr, ich weiß nicht, wie das war. Jetzt kommt eine heikliche Strupfen, sind fordern die böhmische Truppen. Wer wird dann die Ziegel dann schupfen? Wer wird denn dann schieben die Lahm? Wer wird denn dann in Favoriten die Kuhlöffelspielerei flicken? Die Stiebel mit Schusterbock picken, o Wiener Stadt wart ja die Damm. Na, so geht das nun immer so weiter, wenn es so weitergeht. Wie der Schuster Binek gesagt hat, als die Gendarmen ihm den 5. Sohn eingesperrt haben. Aber das war sein letzter. Na und so ist es mit diesem Prater auch. Wir werden abwarten, bis sich die Welt wieder ein Stickel weiter dreht. Wir werden abwarten, solange wir abwarten können. Na aber lange können wir halt nicht mehr abwarten.